Hallo und herzlich willkommen zur Folge 72 von Gothic 2, das Goldene Tor. Wir sind zurzeit noch bei den Orks. Ich gehe jetzt zu Montezuma. Da hatte ich ja nochmal von abgelassen in der letzten Folge. Wollte erstmal bei der Larissa nachschauen, wegen dem Buch über den Geist der Ahnen. Denn da hatten wir Teil 3 ausfindig machen können und Teil 4 konnte man bei Larissa kaufen, aber bisher haben wir leider noch keinen Aufschluss, was es mit dieser Buchreihe auf sich hat. Und warum jeder Teil davon einen Wert von 5000 besitzt. Aber egal. Gucken wir hier nochmal durch die Bibliothek. Das kann ich nicht lesen. Okay, ich könnte mir vorstellen, dass es irgendeine mächtige Questreihe sein könnte. Aber halt nur für die Orks zum Beispiel. Oder vielleicht für die Wassermagier. Hier ist der Ring der Erleuchtung. Der ist im Normalfall auch nicht schlecht, aber der ist nicht so gut. Die Lebendigkeit, weil 40 Lebenspunkte bringen uns als Paladin mehr als 10 Mana-Punkte, die wir eh nicht verwerten können. Da liegt noch eine alte Münze direkt vor dem guten Mann. Jetzt tanzen wir dem noch ein bisschen auf dem Tisch rum. Aber hier finden wir tatsächlich nicht den Geist der Ahnen Teil 5. Das war meine große Hoffnung, dass wir dann irgendwie nach Komplettierung der Buchreihe irgendwie noch ein paar Bonus-Attribute bekommen. Leider ist eben nicht so. Sehr schade. Dann behalten wir die 5000 Gold mal lieber für uns, anstatt ein Buch für zu kaufen. Man sagte mir, ich solle dich treffen. Ja, ich habe etwas, das dir in der bevorstehenden Schlacht helfen wird. Was hast du für mich? Ein Pergament. Darin wirst du die Kunst der Regeneration erlernen. Die Kunst der Gesundheitsregeneration. Dank ihr regeneriert sich deine Gesundheit von selbst. Natürlich bedeutet das nicht Unsterblichkeit, aber es erhöht deine Überlebenschancen erheblich. Das wird sich in der bevorstehenden Schlacht als nützlich erweisen. Und wirst du, höchster der Schamanen, an der Schlacht teilnehmen? Nein, Mora. Wir lassen die Krieger kämpfen. Bist du dir deines Sieges so sicher? Ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube fest daran. Außerdem, wenn etwas Beunruhigendes passiert, werden der Schamanen handeln. Nun geh und ruhe dich vor der Schlacht aus, Mora, und lies das Pergament. Ich werde nicht zögern, das zu tun. Alles klar, also die Schamanen sind das letzte Backup. Ich bin mir irgendwie sicher, dass ich irgendwas übersehen hätte hier. Warum finden wir hier keinen Stärketrank? Lesen wir mal das Pergament. Jetzt haben wir einfach so Lebensregeneration gelernt, oder was? Und die Regeneration ist ungefähr ein Lebenspunkt pro Sekunde. So kann man es ungefähr herleiten. Ja, also für die Stärke haben wir hier leider nichts bekommen. Das finde ich dann doch ein bisschen schade. Außer ich habe es halt übersehen, weil diese komischen grellen Farben mir die Sinne rauben. Ich glaube, wir haben hier alles mitgenommen. Na gut, die südländische Verteidigung ist auch eigentlich ein netter Gewinn. Oh, jetzt hänge ich ja an dem komischen Dämonen fest. So. Ich meine, wir sollen ja sowieso irgendwie bis zum Abend warten oder so irgendwas, ne? Also, wie sieht's aus? Morgen Abend soll ich mich für die Schlacht bereit machen und im Zelt des Häuptlings warten. Gucken wir mal. Ich habe was anderes gehört. Dass hier gleich die Post abgeht. Warte mal. Daran wird sich nie etwas ändern. Übrigens sehr schade, dass die Wassermagier bisher noch überhaupt keinen Einfluss auf die Hauptstory nehmen. Für ihn. Vielleicht ist deren Spielweise wirklich wieder so ein kompletter Sonderweg, der sich immens unterscheidet von den anderen. Das kann ja auch sein. So, noch mal ein paar Stündchen geschlafen. In so einer dicken Rüstung, bestimmt super. Wo ist der Chef? Da ist er. Hat nichts zu sagen. Okay, jetzt bin ich verwirrt. Okay. Ah, morgen Abend. Ich verstehe schon. Derselbe Abend funktioniert dann nicht. Warum auch?
geschlafen. War halt nochmal 24 Stunden. Jetzt sind wir komplett ausgeruht. Die Zeit ist gekommen. Unsere Krieger sind auf ihren Positionen. Alle sind bereit zu kämpfen. Bist du auch bereit, Mora? Ne. Selbstverständlich. Sehr gut. Lasst uns auf einen kleinen Hügel teleportieren, um das Gelände vor dem Lager besser beobachten zu können. Okay. Lass uns hier warten, bis die Piraten auftauchen. Bist du sicher, dass sie heute Nacht zuschlagen? Ja, Hannibal, Ankiller und die anderen sind begierig zu kämpfen. Nun gut, sie werden sich in die Äxte unserer Krieger stürzen. Ich glaube, ich kann sie hören. Hannibal gibt die letzten Befehle. Es ist also Zeit zu kämpfen. Wenn die Piraten angreifen, benutze dieses Horn, um die Paladine zu rufen. Okay, das Spiel wurde pausiert. Ja, da ist das Spiel abgeschmiert. Vielleicht haben wir dieses Problem jetzt gleich nicht mehr. Also wir schlafen mal hier bis zum nächsten Morgen und dann nochmal bis zum Abend. Weil morgens wird nicht gekämpft, ganz klar. Jetzt guckt er uns schon an. Jetzt gibt es kein Zurück mehr. Dann teleportieren wir uns. Dann warten wir. Ich glaube, ich weiß es, wenn die Piraten angreifen. Okay, ich verstehe. Das letzte Mal ist wohl einfach kein Dialog getriggert worden. Kein Dialog, keine Cutscene, so rum. Das erklärt so einiges. Jetzt sind wir mitten im Geschehen. Hier sind sogar Schwarzmagier mit am Start. Die sogar richtig widerlich unterwegs sind. Gehen die jetzt auch auf mich los? Vermutlich, ne? Okay, und selbst mit Dingen wird's richtig heftig, okay. Also ich bin jetzt guter Dinge, dass ich vermutlich angegriffen werde, okay. Okay, 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 okay. Okay, pass auf, wir werden... Ja, ich blödel, war so blöd und habe im Eifer des Gefechts das Spiel beendet. Nee, was ich machen wollte ist, ich werde mich ein bisschen besser darauf vorbereiten. Ich hätte nicht gedacht, dass ich da so dann drin rumhänge. Mit Eiswelle und Feuerregen sind wir jetzt gut bedient. Der Feuerregen könnte ein Overkill sein. Will ja auch niemanden töten, aber... Das zum Thema mit der Paladin-Rüstung sind wir gut vorbereitet. Junge, da kriegen wir den Arsch aufgerissen. Was ist das denn für ein Quatsch? Lass uns hier warten, bis die Piraten... Bist du... Ja. Nun? Wir haben ja gar keine Zeit, das Horn zu zünden. Kommt ja noch dazu. Ich glaube, ich kann... Es ist dann, wenn die Piraten... Okay. Also neue Ausgangslage. Jetzt bist du dran. Feuerregen. Feuerregen sagt Eiswelle. Aber ich will auch die EP. Oh, ich habe keinen Mana mehr, ich blöd, Mann. Moment, wir haben so viel Zeit. Und volle Pulle. Habe ich überhaupt genug für einen Feuerregen? Wie kostet denn der? Da steht 5 Mana. Okay, das war jetzt ein bisschen ein Griff ins Klo. Aber von der... Vom Sinngehalt her sind wir, glaube ich, gut dabei mit der Eiswelle. Also Feuerregen dürfen wir nicht. Warum sind die unbesiegbar? Was soll das?
Was sagt die Zeit? Also die Dinge. Jetzt kann ich. Achso, wir müssen wirklich die Paladine rufen. Wir können gar nichts anderes machen. Die direkt von Dämonen aufgehalten werden. Okay, 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 okay. Kommt durch die Magie der Nekromanten einen immer größeren Vorteil. Ich muss sie so schnell wie möglich töten. Erwähnen die hier oder was? Mach die mal nass, Freunde. Und da kommen die anderen schon angerannt. Und die Orks greifen mich an. Das war's für dich. Gibt's den, machen die mir kaum Schaden? Ich lass mich doch mal vorbei. Was soll das, Mann? Ja, ihr wurdet von der Eiswelle getroffen. Ja, und? Das war's für dich, Penner. Jetzt verpissen die sich. Hab ich nur das Problem mit denen. Warum greifen mich alle an? Doch, bitte hört doch auf. Ich habe euch doch nichts getan. Okay, die töten mich auch. Okay. Das heißt, wir müssen quasi im Eifer des Gefechts diese Schwarzmagier töten. Die Zeit ist bis. Und die kümmern sich um den Rest. Sehr verwirrend. Ist tatsächlich eine Schlacht, in der wir selbst recht wenig tun können. Ich glaube, ich kann sie als bin. So, das ist die Ausgangslage. Und wir müssen jetzt die. Uns soll es nicht helfen, da sie von den Untoten angegriffen wurden. Dann mache ich doch Folgendes. Ich helfe den Paladin und töte die Untoten in der Hoffnung, dass ich die wenigstens töten kann. Das ging aber flott. Irre. Okay, was sagt die Schlacht jetzt? Wenn größer wird, ich muss sie so schnell wie möglich töten. Okay. Jetzt haben wir sonderbarerweise nur Hälfte Leben. Ja, schade, wir können leider nicht so bei der Schlacht teilnehmen, wie ich es gerne gewollt hätte. Okay, doch. Ja, und dann kommen direkt alle anderen angerannt. Okay, das ist also sehr komisch. Und dann bist du als Paladin mit so hohen Schutzwerten und so Lümmeln fast gewonnen-hittet. Das kann ja auch nicht sein. Aber dann Killer so ein bisschen. Okay, neuer Tagebucheintrag. So gut wie verloren, okay. Tja, ihr seht das Problem, das ich auch sehe. Die zu töten ist gar nicht so einfach. Dann hast du auch noch Zeitdruck. Mann, Mann, Mann. Wo sind diese Blödmänner? Schwarzmagier. Und schon wieder bin ich tot. Also, ich muss ganz ehrlich sagen, diese Schlacht missfällt mir gerade sehr. Die ist so komisch strukturiert und lässt so wenig Möglichkeiten übrig, das irgendwie gescheit hinzubekommen. Ganz ehrlich, finde ich wirklich blöd. Was soll das? Meine Seele verzehrt, das muss das Ende sein, okay. Tja, also. Das Problem ist, wenn ich die angreife, kriege ich halt extrem viel Schaden rein. Also, ich muss wirklich sagen, das ist, das tut dem Ganzen jetzt gar nicht gut. Also ganz blöd gesagt, das tut dem Ganzen echt nicht gut.
Da muss ich sagen, also, das ist blöd gemacht. Also, was ist denn das für ein komischer Verlauf der Ereignisse? So. Das ist die Ausgangslage. Dann mache ich dem ein bisschen Schaden. Einen Trank oder zwei. Und greifen wieder an. So. Doch scheint uns zu ignorieren. Der guckt mich an wie so ein Auto. Und dann ist einer tot. Und ich, okay, krieg krank aufs Maul. Und bleib sogar hängen. Wow, Wahnsinn, was ein Gameplay. Nee, also da will ich echt eigentlich die Mod nicht mehr schlecht reden, aber das ist blöd gelöst. Kann man nicht anders sagen. So, dann ganz kurz mal sammeln. So, reine Lebensenergie und volle Pulle drauf. So, haben wir jetzt gewonnen. Ich habe es geschafft, die Schwarzmagier zu töten, aber sobald Hannibal das gesehen hat, hat er sich vom Schlachtfeld wegteleportiert. Verdammter Feigling, ich werde ihn später finden. Jetzt muss der Rest der Piraten sterben. Okay. Okay, okay. Ja, schade, dass es das erste Mal nicht geklappt hat mit der Eiswelle. Das wäre richtig praktisch gewesen, aber so soll es leider nicht sein. Und jetzt sind alle tot. Und ich habe leider... Hey, die schwere Erzkraftklinge. Sehr gut. Danke für das Gold, du Held. Ja, leider habe ich jetzt halt keine EP bekommen. Die ganze Schlacht über nicht. Für keinen. Aber das hätte gar nicht funktionieren können. Ja, du bist ja dermaßen unter Zeitdruck. Das kannst du ja voll vergessen. So, ich hoffe mal, dass wir jetzt hier keine großen Verluste haben. Auf unserer Seite. Ein bisschen habe ich die ja auch schon geschwächt. Der eine oder andere sollte ja auch schon tot gewesen sein. Also in dem Fall besäße er ja auch keine Waffe mehr. Leider hat sie einen Ritter erwischt. Aber das ist okay, solange der keinen Namen hat, juckt mich das nicht. Also einige oder die meisten mit Namen scheinen auch unbesiegbar gewesen zu sein. So weit, so gut. Skip hat es leider erwischt. Hey, einer mit drei Tiger. Also Tiger, wir haben unsere 3000 Gold wieder. Na, immerhin. Dann war es ja wirklich ein Investment für die Zukunft. Super, super. Jetzt haben wir ja absolute Ruhe, absolute Stille. Leider konnten wir nicht sofort zu Hilfe kommen. Eine Belia-Horde hat uns auf dem Weg angegriffen. Lord Hagen und einige andere Paladine starben im Kampf. Was? Es gelang uns, sie zu besiegen, und wir konnten dir schließlich helfen. Ich kann nicht glauben, dass Lord Hagen... Er gab sein Leben im Dienste Innos wie viele andere Paladine. Ich bin sicher, Innos wird ihn für seinen Mut und seine Loyalität angemessen belohnen. Das Wichtigste ist, dass wir die Piraten besiegt haben. Diese Ratten haben endlich ins Gras gebissen. So, Todbringer, was haben wir denn hier für nette Waffen gesammelt? Der mächtige Rächer, auch eine coole Waffe. Der Todbringer ist nicht cool. Die schwere Erzschlachtlinge haben wir auch zurückbekommen. Ja, schon ein bisschen absurd. Ja, aber es war halt extrem gescriptet. Ja, also hier konnte man ja im Prinzip gar nichts ausrichten dann am Ende des Tages. Und das fand ich dann doch ein bisschen schade. Das hätte man schöner lösen können, wenn man mich fragt. Also Ankilla hat es auch erwischt. Wo ist denn der andere Schwarzmagier? Den einen konnte ich da hinten looten, den anderen irgendwie nicht. Ich war hier ja sehr oft ab, weil ich nicht mit Varric reden möchte. Und der guckt mich schon an. Aber ich will hier looten. Da ist Leo und hier hinten hat wohl keiner irgendwas liegen lassen. Ah doch, hier liegt... Ah, hier liegt Lord Hagen, okay. Ich glaube, Lord Hagen stirbt in jedem Fall. Großer Mann, ein großer Mann. Der hier von uns ging. In dieser bedeutsamen Schlacht. Skelettmagier, nichts dabei, okay. Jetzt hoffe ich, dass da drüben niemand verschwunden ist auf der anderen Seite. Cassano ist zumindest noch da. Die anderen aber nicht. Steintafel des Zweihandkampfes 3.
Lass mich raten, die kann ich nicht lesen. Nee. Das kann ich nicht lesen. Hier waren doch noch weitere Leichen, oder? Oder habe ich mich da vertan? Scheinbar doch nicht. Okay, interessant. Ach, hier liegt noch jemand. Der Hank. Wo ist seine Waffe? Oder hatten wir den umgeboxt? Weiß ich schon gar nicht mehr. Auf jeden Fall haben wir hier mächtig aufgeräumt. Und in der nächsten Folge reden wir dann mit dem Warek. Der wartet ja sehnsüchtigst drauf. Und dann wird vermutlich Kapitel 4 starten. Und dann werden wir hoffentlich die letzten Quests noch erledigen können und auch dürfen. Also an sich eine mächtige Schlacht. Nur leider ist der eigene Anteil daran sehr marginal, weil man hat irgendwie einen Zeitdruck, den ich noch nicht so ganz ausfindig machen konnte dabei. Das Hauptziel sind die beiden Schwarzmagier, das ist klar. Aber viel EP kann man da nicht abstauben. Eine Eiswelle oder ein Feuerregen zünden kannst du auch komplett vergessen. Dann werden am Ende nur die Orks sauer, das ist auch Quatsch. Da hätte man das wenigstens deaktivieren müssen, dass die dann nicht sauer auf einen sind. Weil das hat am Ende alles kaputt gemacht, ansonsten hätten wir es nämlich gut hinbekommen. Und so war es dann doch ein bisschen fast schon makaber. Also die Stärke von denen war maßlos zu hoch. Also erst kriegst du die Paladin-Rüstung, nur um am Ende festzustellen, dass sie eigentlich obsolet ist. Also das ist Quatsch. Wie dem auch sei, wir gucken mal, wie das Power-Scaling dann in Kapitel 4 aussieht. Ich bin gespannt, wie es weitergeht in diesem Sinne. Sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss.